Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resi 2 Remake. Wir sind ziemlich vollgepackt. Dich weg, dich weg. Dich weg. Ich kann euch auch erstmal wieder wegpacken. Bäh. Pack den Flammenwerfer nochmal ein, weil es so schön war. Reicht. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tu's nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Niemand die Probe. Festhalten! Ich glaube, ich kann. Scheiße! Vergiss es. Sei still, ich hab dich. Das ist es nicht wert. Tu das nicht. Gut auf dich auf, Leon. Nein! Oh, ich habe jetzt schon einen Counter. Scheiße. Ich hatte gehofft, ich könnte nochmal zurück, um das eine Teil hier halt zu benutzen. Aber schade. Kann ich dann leider nicht mehr. Muss ich euch mit Flair zeigen, was da noch ist. Ich hätte halt nicht gedacht, dass ich jetzt schon einen Counter habe. Achtung!
Aber ich fand die Szene mit Ada jetzt echt nicht so emotional wie damals eigentlich im Original. 9 Minuten bis zur Detonation. Wer ist da? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell! Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Verdammt! Okay, let's go. Lauf. Halt, was ist das? Ein Messer. Was soll ich mit dem Messer jetzt noch? Nein, lass mich. Gut, hier läuft der Counter nicht weiter. Zu freundlich. Ja, dieses Teil hier. Können wir es leider nichts mehr mit anfangen. Ich überlege echt, ob ich den jetzt schon wegwerfen soll oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Die Schrotte werde ich aber höchstwahrscheinlich nicht verwenden. Ich nehme sie zwar an sich mit, aber nur voll geladen, deswegen keine Muni dafür. Okay, packe ich die erstmal nochmal wieder weg. Nehme Heilung davon mit. Messer brauche ich ja eigentlich auch nicht mehr. Komm weg damit. Nehme ich lieber nochmal Heilung davon mit oder so. Ich habe ja noch 3 Handgranaten. Mal schauen. Nehme ich noch 3 lieber mit anstatt zu 2. Ja, komm, Heilung. Das sollte so eigentlich ganz gut sein und reichen. Ich muss mir eben noch mal ganz kurz anmerken. Es gab wieder so mehrere Fehler gerade eben in dieser Filmsequenz mit Ada. Ich meine, klar, sie war schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise emotional, aber bei weitem nicht so heftig, sage ich mal, wie im Original. Im Original da, beziehungsweise beim Original, da bin ich doch jedes Mal irgendwie den Tränen, ne? Und hier denke ich mir nur so von wegen, ja, okay, sie ist abgestürzt. Scheiß drauf. Also ganz so schlimm natürlich nicht, ganz so gefühlskalt, aber ich meine, wir wissen ja sowieso, Ada überlebt, deswegen, ne? Was soll's. Wie auch immer sie das anstellt, das habe ich ja, glaube ich, auch schon in meinem normalen Let's Play zu, also zum originalen Resi 2 gesagt, dass sie da wohl schon ihre tolle Pistole hatte, die sie da in Resi 4 auch benutzen kann, wo dieses Seil rauskommt, wo sie sich dann halt mit, ja, von Ding zu Ding schwingen kann, wie Tarzan quasi. Wahrscheinlich hat ihr das den Arsch gerettet, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber so an sich erstmal so dieses, ja, ich habe gerade an dich gedacht, da sind wir schon 2. Also hat sie auch selber an sich gedacht oder wie? Darf ich das verstehen? Es war ein bisschen seltsam. Und Leon, als Polizist solltest du wissen, man zielt nicht mit der Pistole auf jemanden, wenn selber schon auf einen eine Waffe gerichtet ist. So oder so. Da hätte sie in dem Moment abdrücken können. Und das ganze Gespräch wäre dann schon vorbei gewesen. Just saying. So, aber jetzt weiter. Ja, das ist doch. Ah, perfekt.
Wo lang? Da lang. Nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich bin jetzt zu lahm wegen den Idioten. Ist doch hier irgendwas? Nee, okay. Nö, nicht du! Soll das ein verdammter Witz sein? Echt, ey. Weg hier. Keine Zeit für euch, Jungs. Hab zu tun. Ich muss weiter. Mhm. Okay. Ja, vergiss es. 7 Minuten bis zur Detonation. Chill, alles gut. Wow. Welche Zweitwaffe habe ich gerade? Eine normale Granate. Ich hätte Blendgranate mitnehmen sollen. Nicht schlecht. Wow. Wow. Ich glaube, der ist richtig aggro. Wow. Ich sollte mit denen reinlaufen. Alter Schwede, nochmal. Chill doch mal. Oh nein, nicht nachladen. Nein, nicht gut. Oh. Aua, das war klar. Ja, lass mich vorbei, danke. Wow. Oh, die Fläche wird immer kleiner. Das ist nicht gut. Ah, sehr schön. Jetzt sind wir fertig. Danke, Ada. What the fuck is going on with you? Darf ich mal? Danke. Im Hand umdrehen. Cool. Okay. Sie haben die unterste Ebene erreicht.
Detonation. Weg da. So muss das laufen und nicht anders. Mist! Nichts mehr aus hier. Unglaublich, aber ich vermisse sie. Leon? Hey. Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Stumpf. Warum hat Claire ihn jetzt gerade so angeschrien? Leon! Wie damals, als sie vom Gitter getroffen haben. Stumpay. Aber egal. Wir haben es geschafft, Leute. Es ist vorbei. Also ich sag mal so, das Remake ist nett. Aber es kommt einfach wirklich bei weitem nicht ans Original heran. Weil es gibt einfach auch kaum Unterschiede. Zwischen den Filmsequenzen auch zum Beispiel, wenn man jetzt Claire A spielt. Okay, es ist sehr viel... Ja, Marvin redet netter mit ihr als mit Leon. Und auch mit Annette kommt sie natürlich besser klar. Aber im Großen und Ganzen sind es die komplett gleichen Cutscenes. Da ändert sich nichts dran. Deswegen, das ist einfach so, ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Also so ungefähr sehe ich das zumindest. Ich weiß, viele sehen es anders, viele sind von dem Remake total begeistert und wie gesagt, es ist ja auch nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Also sie hätten halt sehr viel mehr draus machen können und das ist halt schade. Wenn ich so gehypt war erstmal aufs Remake und auch die ersten Gänge noch total cool sind, so im RPD mit der Taschenlampe und so, mega die Horroratmosphäre und dann auf einmal denkt man sich so, okay, irgendwie so, weiß auch nicht. Naja. Aber ist okay im Großen und Ganzen, bin zufrieden. Ich bin sehr gespannt, was sie aus Resi 3 gemacht haben, wirklich. Also, das Spiel kommt in ein paar Tagen an. Und, ja. Ich werde es natürlich nicht blind aufnehmen, genauso wenig wie dieses Spiel hier. Aber, auf jeden Fall wird es irgendwann Let's Played werden. Ich meine, das hier kommt ja auch erst nächstes Jahr hoch. Also, für euch, für mich nächstes Jahr, für euch, ja, ist es ja jetzt einfach. Und, naja. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß an diesem Projekt. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Jetzt kommt so noch der Durchlauf mit Claire. Und, ja. Da schauen wir dann mal, was sich ändern wird. Viel ist es nicht. Es kommen eigentlich nur diese Szenen mit Sherry dazu und mit dem Chief Irons natürlich. Und ein anderer Endboss-Gegner. Ansonsten, naja, das gleiche Spiel. Vor allem finde ich es halt irgendwie schade, warum wirft Leon am Ende das letzte Erinnerungsstück an Ada einfach weg? Ich meine, okay, könnte man jetzt so ein sagen, okay, endgültiger Abschied von ihr, deswegen, okay, komm, ich begrabe dich quasi damit, indem ich das jetzt wegwerfe und du dann wirklich weg bist. Aber ansonsten hätte er auch behalten können. Ne? Warum nicht? Ich meine, das Armband kann an sich keinen Schaden mehr anrichten, weil die Forschungseinrichtung ja zerstört wurde komplett, also hey... Kannst es auch behalten, Junge. Aber naja, okay. Vor allem hat man jetzt sogar schon hier gesehen, dass Ada noch lebt. Nicht nur im B-Run.
Aber ist okay. Wir haben jetzt auch schon 4:30 morgens, deswegen jetzt kann ich getrost meine Aufnahmesession für heute beenden und mach dann morgen oder so mit Claire weiter. Ach ja, schön. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich heute noch so lange aufbleibe, aber ich dachte dann so gerade eben, ach komm, Spiel ist fast durch, dann machst du den Rest eben auch noch. Und hey, wir hören die Mr. X-Musik jetzt im Hintergrund. Also ich muss schon sagen, oh. So typisch, Klischee. Wie auch bei Horrorfilmen, ne? Wenn man denkt, so die Gefahr ist gebannt, auch bei Alien oder sowas, ne? Am Ende noch so, oh, ich habe noch ein B-Ranking gekriegt. Das hätte ich echt nicht gedacht. 7 Stunden 47 gebraucht, 34 mal gespeichert. Ist ja eigentlich nicht gerade so gut, ne? Und dafür noch ein B, also das ist ja richtig nett. Danke. Ich muss ja wirklich sagen, auch dieses Abschluss-Flucht-Theme ist mega geil. Genauso wie dieses Kampf-Theme gegen natürlich hier William Birkin, als Annette einen da praktisch dann zu diesem Kampf schickt, so von wegen, ja, scheißegal, wenn du stirbst, ist halt so. Aber das ist auf jeden Fall, das sind so die besten Musikstücke, wie ich finde. Mr. X ist auch nicht schlecht, aber es ist jetzt nichts, was man sich so wirklich gerne anhört. Im Großen und Ganzen ist eigentlich nur ein ekliger Sound. Aber diese beiden Stücke sind schon richtig geil. Die liebe ich. Und das gegen William Birkin vor allem kommt auch sehr stark ans Original ran. Mit diesem Chor und so, das ist schon miau. Natürlich, noch einmal muss die PS4 meckern. Und hey, damit haben wir es dann auch schon erreicht. Ich kann euch eben noch was Schönes zeigen.
Oh, danke. Es wird auch nochmal gezeigt hier. Figur, Super Tyrant. Figur, Panzerabwehr, Lenkwaffe. Figur, Rom, HC. Wer auch immer das ist. War das hier bei Boni? Nee. The Ghost Survivors. Hey, da kann man sich die Figuren ja sogar eben angucken. Das können wir eben machen hier. Abspielen. Ah, achso, da machen die jetzt ein paar kleine Bewegungen. Nice. Was haben wir hier? Jimmy! Ja, dich sehen wir ja erst noch so richtig. Okay, du läufst dann einfach nur. Ah, mein Bauch tut weh. Wen haben wir hier noch? Marvin. Leon, mir geht's scheiße. William. Ah. Es ist mein Lebenswerk. Ich gebe gar nichts mehr. Geht das schnell, verwandelt sich jetzt, aber nee, doch nicht so ganz. Mr. Raccoon. No, wie süß. Putzig, absolut putzig. Lalalalala, ich bin ein Wackelkopf, Wackelkopf. Lalalala. Sehr schön. Ein männlicher Zombie. Ach, bist du schön. Ne? Ein wahrer Traummann, oder? Möchte den nicht jeder heiraten? Bäh. Zombie weiblich. Genau, du bist so der Standard-Zombie, den gab es auch schon früher. Oh, lecker. Ah, siehst du ekelhaft aus. Komm, gib uns die Zunge. Gib uns die Zunge. Langweilig. Du gibst uns ja nicht mehr die Zunge, also wirklich. Ah, die Hunde, das waren auch Drecksviecher ohne Ende. Opern Gundam-Style. Schön. Ausgewachsener GI. Diese widerlichen Viecher, ey. Wirklich, seht euch das mal an. Wirklich nur ein Riesenhaufen Scheiße. Na, kotzt du deine Babys aus? Nee. Tyrant. Erstmal das Genick richten. Super Tyrant. Oh, jetzt töte ich dich. Wow, voll die tolle Animation. Ist ja mega eklig. Spoiler! Rein theoretisch. Ach, da kann man die auch durchgehen. Mehr oder weniger. Not bad. Oh, wow, ich kann eine Blendgranate mir angucken. Juhu. Granate. Tilda. Also die Waffen hätten sie hier nicht unbedingt mit reinpacken müssen, so als Figuren, das ist irgendwie sehr überflüssig, finde ich, aber naja. Kann man sich die Waffen halt nochmal genau angucken, wenn man so ein Waffenliebhaber ist, wie jetzt zum Beispiel der gute Barry. Und damit haben wir auch erstmal die Figuren durch, die wir schon haben. Und ach ja, Internetproblem, ich weiß. War das hier? Genau, da gibt es noch die extra Modis, die ich euch natürlich auch hinterher zeigen werde, wenn wir es alles durch haben. The Fourth Survivor zum Beispiel. Da gibt es hier noch sowas hier. Ihmchen mit seiner Tochter. Was da genau abgeht, weiß ich gar nicht mal genau. Na, wer kennt sie denn noch? Vor allem, wenn man Ihmchen im Hintergrund sieht.
ne, diesen ekligen Chief Irons, und das ist dann die Tochter des Bürgermeisters, wenn sie überlebt hätte. Forgotten Soldier gibt es irgendwie auch noch, was auch immer das dann ist. Aber hier gab es doch irgendwo... Oder gab es das hier bei der Kampagne? Ah, ja, hier, genau. Da wollte ich mir eben die Kostüme hier zeigen. Denn es gibt ja neben dem noch diese alternativen Outfits hier. Finde ich auch ganz schön. Vor allem Leons Anzug unterscheidet sich fast gar nicht. Hier so dunkelblau, hier halt ein anderes dunkelblau. Und die, ja okay, Dingen sieht ein bisschen anders aus. Also hier die schutzkugelsichere Weste. Aber ansonsten sieht fast schon einen Ticken besser aus, möchte ich meinen. Kommt halt mehr ins Original ran, ne? Da war es ja auch so richtig tief dunkelblau. Und Claires Outfit ist dann auch eher so ans Original gehalten. Aber das hier mit der Lederjacke und Jeans finde ich auch einfach nur sexy, muss ich sagen. Und irgendwie sieht sie hier blasser aus als da. Deswegen, ne? Kann man machen, muss aber nicht sein. Ich finde es so an sich ganz schön, wie es jetzt war. Aber das wollte ich euch mal eben gezeigt haben. Ja, dann bald werden wir den zweiten Spieldurchlauf mit Claire machen. Und ja, bis dahin bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir sehen uns hier bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Vampi. Ciao.